auf ein schönes Mal. Also bevor es losgeht, möchte ich euch erstmal einen Abfalleimer zeigen. Ein Abfalleimer im Restaurant. Habt ihr das schon mal gesehen? Ja, auf dem Tisch, klar. Dann direkt mal das mit Käse probieren. Guten Appetit. Also riechen tut schon mal gut. Zum Wohl. Ohne Knochen. Der Herr ist ein Bissen. Der Herr ist schon dabei. Das ist so lecker. Hat man hier auch nirgends. Wow. Oh, das ist so lecker. Was haben wir hier noch? Das ist Pfeffer und Salz. Das ist Salz und Pfeffer, genau. Ja, gut, dass ihr nicht so dort reingerochen habt, sonst hätte ich ganz wahrscheinlich einen Niesanfall bekommen. Ja. Mich interessiert, was das hier ist. Ich gehe nochmal probieren. Was haben wir hier? Das sieht gut mit dem Sesam. Mmh, das ist schön süß. Süß. Mhm. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, was es ist, aber wird auf jeden Fall sehr, sehr gut. Es schmeckt förmlich in Honig raus. Kann ich jedem nur empfehlen. Also. Du hast ja hier eigentlich nur KFC, ne? Gibt's ja nicht ganz anderes. KFC, klar. Hühnchenmann, auf jeden Fall. Haben wir den Berg übrigens nicht sehr gut. Da sehe ich auch was von. Das schmeckt ein bisschen nach Popcorn, finde ich. Also das riecht hier wirklich richtig nach Jahrmarkt. Das riecht so wie Popcorn. Nee, sag ich jetzt nicht. Aber einfach wie Popcorn. Richtig, ja, ja. So geil. Sehr interessant. Kennt man normalerweise eigentlich als Süßigkeit vielleicht, aber trotzdem sehr lecker. Guter Kontrast. Fährt's auf den Chicken mit dem. Irgendwas, was sehr interessant ist, weil das neu ist. Sehr gut. Ja, mit Sesamkörnern am Kopf. Sesamkörner sind sehr gut. Du musst sagen, hier, das ist Chimek. Das ist Chicken und Mekju. Hier. Du musst beides machen. Was? Chimek. 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 Ich mag ja eigentlich kein Bier, aber. Der Kombination. Gut. Das ist so ein bisschen wirklich wie vom Jammer, dieses Schmalzgebäck. Aber ganz untypisch, dass man, wenn man Schmalzgebäck isst, auf einmal ein Hühnchen dazwischen hat. Also ganz besonders. Es ist so süß mit, mit herzhaft gemischt einfach. Und crunchy. Voll geil. Total knusprig. Also wie gesagt, ich bin absolut fasziniert hier von dem Süßen. Ich probiere mal den Kombi von Käse. Zwei gute Kombis. Kann nur gut sein. Vor allem das Süße mit dem Bier schmeckt. Das ist fantastisch. Wie erwartet. Ich muss sagen, das steht total auf dem Sesam. Eine super Kombi. Das ist sauer. Sieht komisch aus. Wie es schmeckt, erfahren wir jetzt. Das ist gut. Mehlig. Butter. Butter? Butter. Butter, das Wort habe ich gesucht. Butter. Ab und zu mal ein Bier dazu. Das ist ja in Deutschland anders. In Deutschland gibt es eigentlich keine Kneipe, in der du kein Bier kriegst. Oder kein Restaurant. Ja. Das ist immer ein Bier. Das stimmt. Und man isst es auch. Man trinkt es auch zu allem eigentlich dazu. Ansonsten, was gibt es noch so für deutsche Gerichte, zu denen man eigentlich Bier trinkt? Also das Typische, wenn man dann Richtung Bayern fährt, da gibt es dann eben so eine Haxe, so eine schöne gegrillte Schweinshaxe. Also Schweinebein. Stimmt. Eisbein heißt es im Norden, da wird es aber nicht gegrillt, sondern da wird es einfach nur gekocht. Da ist so eine dicke, schwabbelige Schwarte dran. Das ist auch nicht so meins. Also ein absoluter Highlight, auch das Süße. Ja, was man sagen? Ja.
jeden Fall. Schmeckt wie ein Weltklasse. Schmeckt wie Donut mit Chicken. Ich weiß nicht, was es ist, aber. Das Bier passt sehr gut dazu. Kann ich unterschreiben. Ich nehme das an. Das ist jetzt. So. Das hätte man nicht weniger kompliziert machen können. Die letzten zwei Stücke? Ja. Der Rest. Ich kann auch nicht mehr. Ja, ich bin auch mega voll. Ist so lecker. Also das ist der Grill, das ist dieses hammergeile, süße Kombination. Ein absoluter Traum. Noch nie wirklich so probiert, aber in Verbindung mit dem Mara Gaumenschmaus. Welches? Der explodiert in meinem Mund. Zum Traum. Vereint einfach Chicken, was Süßes, brauchst kein Dessert mehr. Weltklasse. Wobei ich auch sagen muss, hier mit dem Sesam, das ist aber absolute Weltklasse. Neue Methode, ein Bissen, ein Schluck. Ob es schmeckt, weiß ich nicht. Die Mama. Überraschend gut. Ja. Würde ich jetzt nicht empfehlen. Oh. Ausgerettet. Nicht verschwenden hier. Besser als jedes deutsche Hähnchen. Vielleicht war es ein deutsches Hähnchen, aber die Zubereitung war anders. Oder haben sie die Hähnchen aus Südkorea importiert? Die sind vielleicht hierher geflogen. Das kann sein. Mhm. Also, unserer Meinung nach, fragen wir euch jetzt, was wir am besten fanden. Eins. Also die Honigvariante. Das ist Honig. Ah, scheiße. Ich dachte, das wäre Butter. Das ist Honey Butter. Also, das ist mit Abstand das Beste, was ich nie gegessen habe. Unsere Gewinner. Fast wie gutes Sauerkraut. Du hast auch die verschiedenen Geschmacksrichtungen einfach. Ja. Du kannst es süß machen, du kannst es in jede Richtung drehen. Das ist, glaube ich, das, was wir uns nicht zutrauen. Wir kennen so Hähnchen und Hähnchen wird gebraten oder wird gegrillt und dann war es das. Aber hier sind ja wirklich so mal süß, mal butterig und mal wieder scharf. Das ist eben der Unterschied dabei. Ja. Also war nicht mein letztes Mal. Mega lecker. Man hat zwar schmuddelige Finger, aber ja, alles dafür, cool. Guck mal, dafür reicht es noch. Zwei Daumen hoch. Vier Daumen hoch. Sehr gut. Wenn euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen hoch da lassen, wie immer. Und abonnieren, falls ihr mehr sehen wollt. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.